Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Und wir haben da oben rechts ein Symbol. Ich glaube, dafür müssen wir mal kurz nach Hause fahren, oder? Halt, stopp, nein, wir verlassen hier. Seemotte, mach bitte kein Licht. Nicht, dass da jemand ankommt, der lichtempfindlich ist und sich denkt, ich mache die Seemotte kaputt. Kann ja sein, dass er deswegen angekommen ist. Vielleicht hat er Probleme mit Licht. Eines Tages töten wir ihn, Leute. Eines wunderschönen Tages. So. Guck mal, da leuchtet es auch. This is Life Pod 6. I have a passenger on board. Coordinates attached. We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request immediate assistance. Six out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Okay. Ja, das hilft jetzt wenig weiter. Naja, wir haben jetzt Besseres zu tun, als irgendwelchen Leuten zu helfen. Wir müssen vorankommen. Ich möchte auf jeden Fall. Warum? War ich gerade so grün? Egal, ist mir auch egal. Ist jetzt nicht so wichtig. Wir möchten einen Diamanten finden. So, dafür müssen wir hier runter. Gucken wir mal, dass wir fündig werden. Wir brauchen auf jeden Fall so eine Grube wieder, ne? Das war ja eigentlich ganz gut. Aber denn hier? Achso, ist nur so eine komische Wurzel. Ah, hier ist die Grube. Okay, und hier hatten wir den Diamanten gefunden. Bleiben wir mal hier so stehen. Weil tiefer können wir, glaube ich, eh nicht wegen. Genau. Wegen der Tiefe. Schauen wir mal. Diamant! Nein, Gold. Du bist vielleicht ein Diamant? Nein. Ah, jetzt habe ich nicht aufgepasst, was für ein Stein das war. Oh Gott, da ist wieder so ein Explosionsviech. War das Diamant? Das war ein Diamant. Okay, wir haben den Diamanten jetzt. Und damit. Was ist das denn? Ist das ein Ei? Cool. Kennen wir das schon? Ja, das ist diese komische. Kann gut von denen sein, oder? Naja, gehen wir zurück zur Seemotte, stellen uns das Laserschneideding her und dann fahren wir mal Richtung Bruchteile. Ah, ist das schön jetzt mit einer Seemotte. Ist viel einfacher. Ah. So kann es immer sein. Wenn meine Seemotte nicht immer kaputt gemacht werden würde. Das Einzige, was ich mich halt noch frage, ist, wie ich das ganze Ding hier jetzt repariere. Ihr könnt mir gerne die Kommentare schreiben. Ich werde aber jetzt momentan ein bisschen mehr aufnehmen. Was heißt, ich werde es nicht sofort lesen können. Also nicht wundern. So, Licht ist aus. Sehr schön. Als ich das letzte Stück dann noch hinschwimmen muss, wegen dieser Kackbratze. Ach. So, was brauchen wir denn noch? Batterie und Höhlenschwefel. Wir müssen uns um Höhlenschwefel kümmern. Aber erstmal lagern wir hier ein bisschen was ein. Eigentlich muss ich alles loswerden, ne? Na gut, dann bauen wir nochmal so ein Ding ins Kirchenzimmer mit Quarz, den ich natürlich nicht habe. Ja, dann halt nicht. Ich muss erstmal ein ordentliches Stückchen ein bisschen Quarz organisieren. Hatte ich nicht auf der 1 ein Messer? Habe ich natürlich hier reingelegt, ne? Achso, schon dran. Ah, Gesundheit, Zero. Danke, Zero. Hui. Okay.
Dann müssen wir jetzt Höhlenschwefel finden. Wie man das abbaut, ich weiß es nicht. Aber wir haben schon Höhlen entdeckt, wo Schwefel ist. Wir haben den Hinweis mal bekommen. Vielleicht finden wir sie wieder. Ich bezweifle stark, dass ich genau die Höhle wiederfinde. Aber vielleicht finden wir eine Höhle mit Schwefel. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Und wir müssen dafür in diese Richtung, glaube ich. Nächstbeste Höhle dürfte eigentlich funktionieren. Hier, komm. Macht bitte meinen Seemotto nicht kaputt, das wäre echt großzügig. Oh. Mein armes Fahrzeug. Okay, das ist kein Höhlenschwefel. Wir sollten hier auf jeden Fall ein bisschen was kennen. Hier, Windegras. Einheimische Lebensform. Habe ich dich schon gescannt? Du hängst gerade so schön fest. So, einheimische Lebensform. Paddelkäfer, okay. Adrige Nessel. Und ein Ei. Gut, das hebe ich jetzt mal nicht auf. Höhlenschwefel. Also die Frage, ne? Also, wie das aussieht, ich weiß es halt nicht. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Ups. Ich glaube, ich habe den Fisch getötet. Hoppala. So, das brauchen wir, das Zeug. Höhlenschwefel? Nein. So viel Diamant mitnehmen, wie es geht. Allgemein Ressourcen mitnehmen. Ich weiß nicht, wie man das abbaut. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Ja, ich glaube, wir sind zum Scheitern verurteilt. Ich weiß nicht, ob ich das diese Folge noch hinkriege. Nur guck mal hier. Sind doch die Fischis. Ja, ja, ja. Meinetwegen können wir auch kurz nach Hause fahren. Ein, zwei Behälter aufstellen. Alles mal ein bisschen sortieren. Wenn ich hier gleich durch bin, habe ich so viele Ressourcen. Ich glaube, das brauche ich nicht mehr. Was ich mitnehme, ist jetzt Quarz. Erst lasse ich einfach mal liegen. Okay. Ah, eine neue Nachricht. Und die hören wir später. Gut, das war auf jeden Fall jetzt keine mit Höhlenschwefel. Ich glaube, das war da, wo auch die Pilze waren, ne? Nicht die Pilze, sondern die Quallen. Ich glaube, wir müssen einen Ort mit Quallen finden. Ich muss mich erstmal um Wasser kümmern. Kann ich euch von hier aus einsammeln? Natürlich nicht. Hätte ich jetzt bloß einen Seegleiter. Kreaturenei. Und noch mehr Blasenfischis. Komm mal her, Kleiner. Komm mal her. Da ist noch ein Blasenfischi. Sammeln wir mal ein paar auf, dass wir ein bisschen Ressourcen haben. Wir haben zu Hause zwar noch in unserer, ich wollte schon Badewanne sagen, aber in unserem Aquarium noch welche, aber egal. So, wenn ich eins gelernt habe in diesem Spiel, dann nur nicht zu knapp an Felsen vorbeifahren. Wie weit bist du entfernt? 300 Meter. Ja, das ist recht nah. Habe ich einen Boost? Nein.
Oder? Aber wir sind ziemlich schnell unterwegs, von daher. Wieso ist das Ding so weit oben? War das schon immer so weit oben? Das war schon immer so weit oben. Guck mal, wie schnell wir jetzt von A nach B kommen. Das ist so toll. So. So, Blasenfischis. Ihr werdet jetzt zu essen bzw. Wasser gemacht. Kann ich nicht gleich mehr auf einmal, mehrere auf einmal machen? Ist einzelne Zeug. Eigentlich brauche ich einen ganzen Schrank voll Wasser. Ja, chill mal, wir haben noch Zeit. Lass mich erstmal meine Blasenfische hier reintun. So, alle Blasenfische verbraucht. Wir haben jetzt ordentlich Wasser. So, vielleicht noch ein bisschen was zu essen mitnehmen. Nein! Du bist nicht frei. Nein, ich habe ihn befreit. Oh mein Gott. Ich wollte ihn essen. Kann ich dich eigentlich umbringen? Ich glaube, dafür bin ich viel zu langsam. Nee, dafür bin ich viel zu langsam. Lass uns lieber noch ein paar Fischis einsammeln. Ich habe nämlich wieder Hunger. Darum sammeln wir mal ein paar Fischis ein. Hier, guck mal, ein Auge. Oder was auch immer du bist. Der Buberangfisch. Du bist das Einauge. Dann nehme ich halt den. Na gut, das dürfte auch an Essen reichen. Ne? Also, wir müssen es ja nicht übertreiben. Wir müssen nämlich immer noch die Höhle finden. Mit dem Zeug wollte ich nicht meine Kamera kleiner machen. So. Damit ihr auch ein bisschen was vom Spiel seht und nicht nur meine Hackfresse. Ich will das auch sehen. So. Wie groß der auch ist. Alter. So, und dann machen wir noch einmal Wasser. Nochmal Wasser. Jetzt haben wir alles. Gut, dann essen wir auch mal die Fische. So, und jetzt können wir auch weiter. So, Seemädchen, wir suchen jetzt... Der Fisch da. Der hat auch Spaß. Guckt ihn euch an. So, jetzt Höhle finden. Guck mal, wie viele von diesen Idioten hier sind. Ich glaube, in diesen Gebieten war das. Nein, lass meine Seemotor in Ruhe. Stimmt, ich kann meine Seemotor, glaube ich, hier nicht allein lassen. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Jetzt finde ich plötzlich keine einzige Höhle mehr. Hä? Ich glaube, ich habe einen Fisch getötet. Hallo. Jetzt hat er mir wehgetan, ich fasse es nicht. Okay. Warte, Energie sparen. Wir haben nämlich diese Lampe. So, ich glaube, hier haben wir Höhlenschwefel gefunden, ne? Weiß ja nicht, bin mir nicht so sicher, ob hier Höhlenschwefel ist. Das sind nur diese dämlichen Quallen. Da geht's schon wieder raus. Ge
Landenqualle. Beute, kleine Fische, Beurteilung meiden. Okay. Hier bekommen wir nichts. Ja, keine Infos hier. Adelkäfer. Wichtige Abfallverwerter. Die Anwesenheit dieser Tierart kann auf nahegelegene Höhlensysteme hinweisen. Ah, okay. Gut zu wissen. Essbar, niedriger Kalorienhalt, Blasenfisch, ja gut. So wird es allerdings nix. Nee, ich glaube, hier wären wir nicht fündig. Da. Du lebst also gerne in Höhlen, habe ich gehört. Es sind nur die Früchte. Fahren wir weiter. Es hat keinen Sinn, hier irgendwas zu suchen. Ausgang. Und so bekommt man allmählich Schaden. Geil. Ah, guck mal, da fällt Geröll gerade runter. Nice. Endlich war ich auch mit dabei. Ich hab's mal gesehen, wie das da hinkommt. Ich blende euch, haut ab. Ich bin eh schneller als ihr. Was soll das denn? Ja, wie soll man da reinkommen? Aber wo ein Eingang ist... Ist ja nicht mal ein Eingang, das ist ein billiger Durchgang. Okay, versuchen wir hier unser Glück. Sieht alles nicht so wirklich höhlenmäßig aus, Alter. Seemotte, bleibt bitte heil. Was ist denn das alles hier so hoch? Bin ich am Anfang? Ja, ich bin am Anfang. Das erklärt einiges. Schwimmen ein bisschen in diese Richtung, die haben wir noch gar nicht erkundet. Das sind meine Lieblingsnervensägen. Auch am Start. An sich geht's überall richtig tief runter. Okay. Was ist das denn? Ein Pokéball? Kreaturen, also kleines Clubschauge. Wie sieht's hier aus? Oh. Wir sind voll. Ja gut, dann. Auf jeden Fall mindestens ein Platz. In Koralle. Ne, du gibst nur Sauerstoff, ne? Aber nicht den Höhlenschwefel, den ich suche. Ich denke mal, das Höhlenschwefel wird wohl auch auf sich aufmerksam machen, oder? Ich hätte das erste Mal, als ich so eine Höhle entdeckt habe, hätte ich da direkt suchen sollen. Das sieht nach Höhlenschwefel aus. Gottes Willen. Okay. Silbererz. Kupfer. Ich will das Kupfer nicht mitnehmen.
Auch dieses Schwefel. Oh Gott, ich bin fast tot. Ja, wie komme ich denn jetzt daran? Ist das jetzt das Höhlenschwefelzeug? Muss ich erstmal weiter durch? Warum gehen die nur auf mich? Was soll denn das? Besser. Okay. So viel dazu. Kann ich hier einfach durch, ohne Schaden zu bekommen? Nein. Töte die Quallen. Was ist denn los mit dir? Okay, die Quallen stellen für mich eigentlich nur eine Art Mauer dar. Ernsthaft? Ernsthaft? Jetzt war noch der Pisser. Ich weiß nicht, was du hier verloren hast. Sieben Prozent. Wie kriege ich das mit dem Höhlenschwefel hin? Oder gibt es das hier gar nicht? Ich glaube, ich werde da mal Google fragen. Ergibt sonst keinen Sinn, hier ewig zu suchen. Na gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Ich gucke mir an, wie Höhlenschwefel aussieht. Und ja, wir brauchen das unbedingt, weil wir kommen nicht voran. Wir müssen unsere Maschine hier reparieren und ohne geht nicht. Haut rein, euer Zero. Tschüss.